herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Nick und wir spielen hier heute Star Stable. Heute kaufe ich mir auch ein Pferd, nur auf meinen Account. Und ja, ich, ja. Hi, ich bin Sandy. Ich habe ja schon zwei Pferde gekauft. Und zwar den schwarzen, das nordschwedische Kalbblut in Schwarz, das ist mein Ostwind. Und das nordschwedische Kalbblut in Palomino, das ist meine Daydream. Und Nick möchte sich jetzt den kleinen süßen Braunen kaufen. So, da ist er. Der hat so ganz, ganz tolle Deppels. Siehst du das, Nick? Mhm. Oh, schau mal. Schau mal. Oh. Ist der nicht mega süß? Ja. So, da ist er. Der hat ganz detailgetreu am Maul auch nochmal so ein bisschen Weißabsatz. Das sieht ganz, 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 ganz klasse aus. Kaufbar ist er ab Level 1. Nick ist jetzt im Moment Level 7. Das heißt, es ist im Moment das einzige nordische Kaltblut, das sich Nick kaufen kann. Deswegen hat er gesagt, er möchte auch so gerne ein neues nordisches Kaltblut. Und da er noch ein bisschen seinen Charakter ausleveln muss für das Level 8, hat er gesagt, dann kauft er sich den braunen. Das braune Pferd, das ist sehr süß und ich freue mich sehr, dass ich überhaupt eins kaufen kann. Und es hat Stärke 4, Disziplin 2, Geschwindigkeit 0, Ausdauer 2 und Agilität 0. Kostet auch nur 749 Star Coins. Und ist natürlich wie die anderen Kaltblüter kältebeständig. Das heißt, wir können mit dem Pferd auch ins Dinotal. Nick kann leider noch nicht ins Dinotal. Das heißt, wir werden auf einen Reitplatz dann gehen, um die Animationen dann auch noch zu zeigen. Ja, dann gehe ich mal auf Pferd. Rich Twin. Rich Twin? Ne. Wie willst du denn einen Kalti nennen? Keine Ahnung. Dark. Dark. Dark möchtest du. So, dann haben wir Dark Beauty, Dark Blaze, Dark Blood, Dark Born, Dark Boy, Dark Cake, Dark Champion, Dark Chaser, Dark Chief, Dark Child, Dark Cloud. Dark Cloud ist doch auch ganz niedlich. Yeah. Dark Cry, Dark Tail, Dark Dancer, oh Gott, Dark Dream, Dark Eagle, Dark Eye. Das passt alles nicht. Was ist es denn? Ein Hengst oder eine Stute? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dark King. Das hört sich cool an. Dark King ist aber schon ein bisschen sehr düster, oder? Komm, schauen wir erstmal weiter. Okay, Dark King. Was hatten wir jetzt gesagt? Dark King, was war das erste jetzt nochmal, das auch schön war? Dark. Habe ich schon wieder vergessen. Warte, das war irgendwo oben. Jetzt schauen wir erstmal die anderen durch. Dark Knight. Oh mein Gott, das ist doch geil. Dark Knight wie Batman. Oha, Dark Knight. Oder nicht? Ja, cool. Nehmen wir Dark Knight. Dark Knight wie Batman, weil Batman ist ja auch The Dark Knight. Machen wir das so? Kaufst du dir dein Pferd? Ja. Drückst okay? Ja! Glückwunsch, dein Pferd! Yay! Mein fünftes Pferd, glaube ich. Dein fünftes Pferd ist ja voll übertrieben. Oder viertes? Ich glaube, dein viertes Pferd. So, ich schwing dich mal wieder auf. Viel Glück mit deinem neuen Pferd, Nicky! Hilfe, wo ist mein Pferd? Wo ist dein Pferd? Nick hat sein Pferd verloren. Da steht's. Ich bin durchgepackt. Oh, Goldhuf. Ja. Wie gemein. Ich hätte gesagt, Nick lässt sich jetzt abholen und wir sehen uns gleich wieder im Stall. So, wir sind jetzt am Stall angekommen und dann schauen wir gleich, was Dark Knight so macht. Warum ist da die Tür offen? Keine Ahnung. So. Ja, da ist noch die Tür offen, weil du den Spirit Dancer gerade in die Box gestellt hast. Gut, das sind wir auch. Ach, er ist doch mega.
Oh, mit den kleinen Deppel, siehst du da, die kleinen Punkte. Also falls ihr euch fragt, was Deppel sind, das sind diese kleinen Punkte hier vorne an der Schulter und hier unten am Bauch. Vielleicht kriegen wir den Bauch irgendwie. Seht ihr das? Der hat sogar eine andere Farbe unten am kompletten Bauch. Das ist doch süß, oder? Oh, das ist ein helleres Rosa. Ja, süß, oder? Ja. Yeah. Und er hat auch diesen ganz besonderen Schweif und diese besondere Mähne mit diesem Balayage. Das heißt, bei dem wird bestimmt auch der kurze Schweif gut aussehen. Das können wir uns gleich auch nochmal angucken dann, ne? Gut, dann schauen wir uns mal die Animation an. Wenn ich ihn putze, ui, das ist jetzt nicht so verbuggt, denn bei anderen ist es ja immer so verbuggt, dass ich in den Sattel quasi putze. Da putzt du wieder deine Hand. Ja. Aber du kratzt deine Hand aus. Okay, das wurde jetzt nicht so animiert. So, wenn es trinkt. Es riecht. Ja, zuckersüß. Was geben wir ihnen denn heute? Trauben. Da hast du zwar nur noch 4, aber ein Träubchen. Ja, wenn ich nur noch 4 habe. Oh. Gute Entscheidung. Oh, gut, das war es dann auch schon zu den Animationen. Oh, das sieht ganz toll aus, das Set an ihm. Das gefällt mir total gut. Gut, und jetzt? Okay. Oh mein Gott! Oh mein Goodness! Oh. Habt ihr das gesehen? Oh. Das sieht ja so süß aus. Oh mein Gott, dein Eichhörnchen passt perfekt zu Dark Knight, Nick. Ja, oh. Das sieht total klasse aus. Ja, oh. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen als allererstes zu dem Friseur, oder? Ja. So, wir sind jetzt bei die Farm und dann gehen wir auch gleich mal zum Friseur. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, sieht das toll aus? Ja, das sieht so schön aus. Ui, das schaut schön aus. Oh mein Gott, was ist das? Zöpfchen. Das ist eher das gleiche wie das. Nur ein bisschen länger, ja. Ja. Das ist auch die genau ist auch schön. Schön. Die ist auch wieder ein bisschen länger. Und da ist quasi nur der Schweif, aber der sieht Wahnsinn aus. Also der kurze Schweif. Was findet ihr denn am besten? Oder was findet ihr also besser? Ich möchte gerne den Schweif haben, weil ich ihn einfach cool finde und er am besten zu den passt. Und 19 Starcoins ist auch gar nicht so viel. Ich habe ja immer noch 1456. Dann kauft man das auch gleich. Und dann haben wir einen kurzen Schweif. Super, schaut das aus. Ich versuche noch zu spuren. Jetzt haben wir alle Kaltis mit kurzem Schweif ausgestattet. Wir sind die Einzigen, denen das gefällt irgendwie. Da sieht man jetzt nochmal den Schweif. Ich finde ihn sehr cool. Vor allem die Ausrüstung passt genau zu dem Pferd. Und der kurze Schweif passt auch am meisten zu dem. Und ich finde, das ist halt, der kurze Schweif ist halt so mega cool, weil das einfach cool ausschaut, vor allem wenn man rennt und der in die Luft geschwenkt wird. Also dann sehen wir uns gleich wieder am Reitplatz, wo wir die Gangarten zeigen und ja, bis gleich. Bis gleich! So, dann sind wir zurück am Reitplatz. Nick hat mich gebeten, dass ich die Animationen zeige, weil ich das ja schon ein paar Mal gemacht habe.
Dann fangen wir gleich an mit Nicks Pferd. Also wir sind schockverliebt übrigens. Wir sind schockverliebt in dieses wunderschöne Pferd. Der wunderschöne Schritt, das sieht so toll aus. Dann haben wir den Trab. Den Trab. Ja, Wahnsinn, das sieht so toll aus, oder? Ja. Dann haben wir den Galopp. Das ist toll, oder? Ja. Dann steigen wir gleich mal. Auf in die Lüfte. Super süß. Dann gehen wir rückwärts. Ich finde es aber schade, dass es keine Animation gibt, also man nicht schneller nach hinten laufen kann. Ja, aber das können ja echte Pferde auch nicht so super fix. Ja, stimmt eigentlich, aber trainierte Pferde. Ja, die Casey zum Beispiel, unser Pferd ist leider verstorben ist. So, wir haben jetzt hier den Arbeitsgalopp. Oh, jetzt zeigt er uns gerade noch das Fressen. Er frisst aber nicht, er hat ja noch Gras. Er frisst ganz offensichtlich gerade Gras. Ja, aber er riecht. Und dann frisst er. Erst hat er jetzt so gerissen. Ja, das machen Pferde immer. Das ist doch bei der Casey ganz oft gesehen. So, das ist jetzt noch die Animation für den schnellen Galopp. Das sieht doch mega cool aus, oder? Woohoo! Rodeo! Und dann machen wir einen Stopp. Der sieht mega aus, oder? Also der Stopp. Dann gehen wir nochmal rückwärts, weil so machen das Westernpferde. Die machen einen Sliding-Stopp und danach machen sie einen Backup. Die Führanimation können wir bei Dark Knight leider nicht zeigen, weil Nick die Führanimation nicht gekauft hat. Aber falls ihr die Führanimation sehen wollt, die habe ich sowohl bei Ostwind als auch bei Daydream gezeigt. Die beiden Videos werde ich euch in der Infobox verlinken. Einfach, wenn ihr diesen kleinen Pfeil nach unten anklickt, direkt bei der Überschrift, dann geht die Infobox auf und wenn ihr runterscrollt, seht ihr die beiden Videos zu den Pferdekäufen von den Kaltblütern, die wir schon gedreht haben. Ja, und rausgebracht auch. Genau, die wir rausgebracht haben. Die habe ich beide gefilmt. Und ja, jetzt haben wir alle drei, zwar auf verschiedenen Accounts, aber wir haben sie jetzt alle drei. Wir sind einfach hysterisch. Wir freuen uns jetzt, dass wir gleich zusammen spielen können und unsere Pferde leveln. Wir werden natürlich auch ein Video machen, wie wir unsere Pferde leveln. Das weiß ich aber noch nicht genau, wann das kommt. Wahrscheinlich erst nächste Woche. Und das war's auch schon mit dem Video. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Hat es dir auch Spaß gemacht? Ja, ich bin jetzt wirklich schon ein bisschen, also eifersüchtig darf ich nicht sagen, weil ich habe ja zwei von den Kaltblütern, aber ich bin jetzt gerade schockverliebt in deinen Dark Knight und ja, freue mich jetzt, wenn wir gleich ausreiten. Ja. Und dann sag ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Servus! Tschüss!